Gestern hat mich ein guter Bekannter gefragt, was ist denn Manifestieren? Und da bin ich wirklich irgendwie fast aus den Wolken geflogen, weil ich gedacht habe, Manifestieren? Das kennt doch jeder, da weiß doch jeder, was es ist. Aber scheinbar irgendwie nicht. So, jetzt teile ich das hier noch kurz. Wenn es geht. Ja, geht, glaube ich. Hi. Ja, ich warte noch ein bisschen, bis Pala da sind. Und dann legen wir los mit unserem Tag 4. Wenn du neu dabei bist, wir machen eine Manifestations-Challenge. Hallo. Und es geht darum, dass wir einen Wunsch hernehmen. Etwas, was wir uns wünschen, wirklich sehr, sehr wünschen, aber, und dass wir das materialisieren, also dass wir das in die Realität bringen, aber dieser Wunsch sollte eben nicht negativ belastet sein. Damit sich ein Wunsch tatsächlich verwirklichen kann, also in unserer Realität zeigen kann, brauchen wir einen unbelasteten Wunsch, um dieses, wir wollen ja jetzt mal das Gefühl dafür kriegen, was ist Manifestieren, wie kommt es aus mir raus, wie kommt es aus mir, wenn ich mich sehe als Feld der unendlichen Potenziale, als energetisches Quantenfeld, dann kann ich aus mir heraus Realitäten schaffen. Wie das genau geht, das gibt es ganz, ganz viele Bücher drüber, aber bei mir geht es jetzt einfach hier mal um die praktische Anwendung, dass du Sicherheit bekommst. Ihr kennt alle, ja, den Parkplatz, wie manifestiere ich mir einen Parkplatz? Ja, wäre es denn nicht schön, wenn direkt vor dem Geschäft jetzt ein Parkplatz wäre? Im Moment ist es nicht so ein geiles Beispiel. Hallo, guten Morgen, Maria. Der Parkplatz ist im Moment ziemlich einfach zu finden. Aber ihr wisst, was ich meine. Es geht wirklich darum, erstmal zu sagen, ja, wäre es denn nicht schön, das und das zu haben? Aber dann gleichzeitig okay damit zu sein, dass ich es vielleicht nicht habe, ja? Also das heißt, sich nicht festzuhalten, oh mein Gott, das muss jetzt passieren, Hilfe, Hilfe, bitte, bitte, sonst geht es nicht weiter, sondern erstens mal muss ich wissen, ich bin auf jeden Fall okay. Und das ist ganz, ganz wichtig in unserer Zeit, in unserer Situation jetzt, dass wir alle wissen, es kann schwierig werden, es kann anders werden, es kann kompliziert werden, aber ich bin auf jeden Fall okay. Und aus diesem Seinszustand heraus, aus diesem Wissen, aus dieser Klarheit heraus, kann ich jetzt anfangen zu manifestieren oder respektive mir erstmal Wünsche eröffnen und zu sagen, ja, wäre es das nicht schön, wenn? Und das ist eine Leichtigkeit. Und manifestieren tun wir wirklich nur aus einer Leichtigkeit, aus einer Sicherheit, aus einer Klarheit heraus, dass dieser Wunsch und ich eins werden können. Ja, hier habe ich einen Wunsch, der ist da, der ist in der nicht physischen Welt, der ist energetisch schon vorhanden und hier bin ich. Und wir beide, ich und mein Wunsch, wir werden eins. Und auf Englisch heißt es eben Alignment, in Alignment kommen, in Harmonie kommen, in Einheit kommen, in Abstimmung kommen. Und wie komme ich in diese Abstimmung? In diese Abstimmung komme ich, indem ich genauso denke wie mein Wunsch. Und zwar indem ich genauso denke, dass mein Wunsch da ist. Indem ich genauso denke, aus der Tatsache heraus, ich habe diesen Wunsch in meinem Leben, ich habe diesen Wunsch schon verwirklicht, dieser Wunsch ist verwirklicht. Ist die Frage, die du dir stellen musst. Hier dein Wunsch, hier du. Denke ich aus dem erfüllten Wunsch heraus? Ist es für mich sonnenklar? Ist es für mich richtig? Ist es für mich selbstverständlich, dass dieser Wunsch und ich eine gemeinsame Zukunft haben?
Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du zum Beispiel denkst, es kann nie sein, oder wenn du denkst, wie kann es sein, ich sehe keinen Weg, dann machst du keinen Quantensprung zu deinem Wunsch hin. Dann bleibst du mehr und mehr getrennt. Hallo Susanne, wir sehen uns hier gleich. Bleibst du mehr und mehr getrennt, ja? Und damit du diese Trennung zwischen dir und deinem Wunsch aufhebst und in dieses Alignment, in diese Abstimmung, in diese Verbindung kommst, musst du diese Denkweise dir angewöhnen, permanent. Und wenn du nur sagst, ah, wie wäre es schön, wenn dieser Wunsch in Erfüllung gekommen ist, dann mache ich das und das. Wie wäre es schön, wenn ich jetzt aus dieser Krise als Gewinner, als Blume, als Blüte hervorgehe. Ah, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn ich wüsste, wenn es hier vorbei ist, dann habe ich ein neues, glückliches, finanziell freies Leben. Ich bin gesund und ich blühe auf. Wäre das nicht schön? Ja, wie kann das sein? Wie lange geht die Krise noch? Ich weiß ja gar nicht, wie ich meine nächste Miete zahlen muss. Und wenn das noch 3 Monate so weitergeht, dann bin ich bankrott und pleite. Das ist natürlich kein Denken, das mit irgendeinem Wunsch in Abstimmung steht, oder? Dieses Denken führt dich nicht zu deinem Wunsch. Welches Denken führt dich zu deinem Wunsch? Schreib es auf. Setz dich hin, schreibe auf, wie eine Person denkt, die diesen Wunsch, den du hast, Katrin, schon erfüllt hat. Wie denkt so eine Person? Schreib es dir auf, verinnerliche es. Nächster Punkt, fühlen. Fühlen. Wie fühlt eine Person? Das ist der schwierigste Punkt an der ganzen Geschichte. Wie fühlt eine Person, die den Wunsch, den du jetzt hast, schon erfüllt hat? Und zwar, da musst du üben, und ich gebe dir jetzt gerade eine kleine Übung, dass du dir wirklich die Augen schließt, eine Intention setzt, dass du jetzt in Verbindung bist mit dem Feld der unendlichen Möglichkeiten, der unendlichen Potenziale. Und eins dieser unendlichen Potenziale ist dein Wunsch. Und dein Wunsch ist da als Energieball. Und das ist ein Energieball, der strahlt Freude aus, der strahlt Leichtigkeit, Begeisterung, Sicherheit, Unterstützung aus. Das ist dein Wunsch, weil sonst wäre es kein Wunsch, ja? Dieser Energieball ist dein Wunsch und der strahlt so, weil ein Wunsch so strahlt. Ein Wunsch ist das, was du möchtest in einer Energiekugel verpackt, die sich hinterher materialisiert, sei es als Geld, sei es als Urlaub, sei es als Auto, als was du es denn gerne hättest. Dieser Energieball, den du dir wünschst, ja, der kann sich auch auf diversen Ebenen manifestieren. Es kann ein Auto sein, plus ein Urlaub, plus ein Business, plus ein Schmuckstück. Was auch immer du dir vorstellst, es kann alles sein, aber das Wichtige ist, dass du diesen Energieball kreierst für dich im Feld der unendlichen Möglichkeiten, wo du drin bist, wo du der Chef bist, wo du die Autorität hast, durch deine Aufmerksamkeit, durch deine Energie einen Wunsch, einen Energieball zu kreieren. Und jetzt nimmst du diesen Energieball. Das musst du natürlich nach diesem Video noch ausführlich üben. Ich zeige dir das jetzt hier nur kurz, sonst wird das Video zu lang gehen. Du nimmst diesen Energieball und nimmst ihn zu dir hinein, führst ihn über dein Herz, welches das Tor ist zu liebender Intelligenz, zu intelligenter Liebe, perfekter Liebe, liebender Perfektion, dort, wo alles ist. Und da ist dieser Ball und da ist dein Wunsch und du und dieser Wunsch bist jetzt eins. Das heißt, du fühlst dich wie dieser Wunsch. Du fühlst dich frei, du fühlst dich glücklich, du fühlst dich sicher, du fühlst dich leicht, du fühlst dich aufgehoben. All das, was dieser Wunsch für dich verkörpert, ist nun in dir. Du und dein Wunsch, ihr seid eins. Und jetzt darfst du dich da reinfühlen. Das ist diese Einheit, das ist
dieses Alignment, das ist diese Verbindung, das ist diese Harmonie, die du unbedingt brauchst, um zu manifestieren. Diese Trennung aufzuheben. Und wie gesagt, das Universum, das Unterbewusstsein, wovon du auch sprechen magst, weiß nicht den Unterschied, ob du dir die Dinge vorstellst oder ob sie schon so sind. Die Zeit wird kollabieren, es wird der Moment kommen, dass deine Vorstellung jetzt für alle sichtbar sein wird im Außen. Und jetzt hast du das kollabiert. Du und dein Wunsch ist eins. Du und die Energie deines Wunsches, ihr seid eins. Und dann kann nichts anderes sein, dass die Energie deiner Gefühle gleichzeitig die gleichen Gedanken, die auf derselben Ebene sind, wie diese Gefühle, die du gerade generierst, hervorbringt, ja? Und plötzlich denkst du aus deinem Wunsch heraus, plötzlich denkst du in Möglichkeiten und Potenzialen und plötzlich ist kein Unterschied mehr, plötzlich ist Zeit kollabiert und plötzlich fühlst du dich, als wäre alles da. Und jetzt kommt der tolle dritte Schritt, das Handeln. Aus dieser Situation heraus, du und dein Wunsch, ihr seid eins, stellst du eine Frage und diese Frage lautet, was tue ich jetzt? Was ist mein logischer nächster Schritt? Weil ich und mein Wunsch, wir sind eins. Es ist da, ich spüre es ganz fest und du badest in diesem Gefühl und dann, was machst du? Was tust du? Und es können banale Sachen sein. Ich tanze mal kurz in meiner Wohnung rum. Oder ich nehme mir einen Zettel und einen Stift und schreibe auf, was ich in diese Welt bringen möchte, was meine innerste Berufung ist. Weil du bist plötzlich vereint mit deinem Wunsch. Du hast nicht mehr das Gefühl, dass dir irgendetwas fehlt, dass du noch irgendetwas brauchst, dass du noch irgendwas erreichen musst, dass du wirklich deine Berufung, dein Innerstes, dein Zweck, warum du hier bist auf dieser Welt, nicht um Zeit abzusitzen, bis sie zu Ende ist, sondern du hast einen Zweck. Du darfst was bringen von deiner Schönheit, von deinen Talenten, von deiner Liebe, darfst du hier rausbringen. Das ist das Ziel. Und jetzt aus diesem Zustand, du und dein Wunsch, kein Mangel mehr, alles ist da. Du bist komplett, du bist angekommen. Was tust du? Was möchtest du tun? Wozu fühlst du dich hingezogen? Schreib es auf und nun handle. Was ist der nächste logische Schritt? Ja? Was ist meine nächste Handlung? Das kann klein sein, es kann groß sein, aber du musst den Pfad der Brotkrümel, also auf Englisch heißt es Path of Breadcrumbs, den musst du gehen, Schritt für Schritt. Und du gehst einfach. Du gehst und du gehst und du gehst. Und du weißt, dass es die gute, richtige Richtung ist, wenn es eine Mischung ist zwischen Begeisterung, Freude und so ein bisschen Angst. Ja, so ein bisschen unbekannt. Ja, unbekannt, weiß ich denn, habe ich noch nie gemacht, kenne ich nicht, ist nicht voraussehbar. Wenn du dieses Gefühl in dir spürst, dieses Prickeln, dann weißt du, dass es genau dieser Pfad deiner Brotkrümel ist, den du jetzt entlang gehst. Und es ist so wichtig, dass du immer wieder, jeden Tag, am besten mehrmals diese drei Schritte durchgehst, damit du weißt, was wirklich dein Herz von dir haben will, damit du weißt, was du wirklich zu tun hast, damit du weißt, für was du hier bist. Und insbesondere in so einer Situation, wie wir sie jetzt haben, ist es noch viel wichtiger, dass du diese Arbeit tust, dass du diese Schritte für dich tust, damit, dass du Gefühle generierst, dass du Visionen generierst, dass du kultivierst, da in Seinszustand, in deiner Wunschzukunft. Und lass dich von nichts abbringen davon. Lass dich wirklich nicht irritieren durch Horrornachrichten. Lass dich nicht irritieren durch Leute, die sagen, in der Krise war noch niemand erfolgreich. Nach dieser Krise ist die Wirtschaft am Ende. Wir müssen alle wieder bei Null anfangen.
Glaube das nicht. Das hilft dir nicht. Es trennt dich von deinem Wunsch, es trennt dich von deiner Vision, es trennt dich von der kompletten Wahrheit, für die wir alle hier sind. Und diese Chance, die wir jetzt haben, zu kreieren, es ist Job, es ist Arbeit. Du sitzt nicht zu Hause und schaust Horrornachrichten. Nein, du sitzt zu Hause und verbindest dich mit deinem Traum, mit deiner Zukunft, mit dem, was du wirklich willst, mit den Dingen, die sich gut für dich anfühlen. Und du handelst aus diesem Zustand heraus. Und du machst nichts anderes, weil sonst kommst du in den Sumpf, in den Chaos der Angst. Und die Angst ist immer da, aber was du mit der Angst machst, das entscheidest du ganz alleine, ob du die Angst zu deinem Freund machst und sagst, du bist eh immer hier, ich trage dich mit mir. Gestern hatte ich in meinem Coaching aus Amerika ein ganz geiles Bild, das möchte ich euch hier weitergeben. Das ist für Frauen, für Männer ist es was anderes, fällt mir gerade nichts ein, aber für Frauen ist es, nimm die Angst, packe sie in deine Designer-Handtasche, schulter sie dir und geh mit der Angst deinem Pfad der Brotkrümel Richtung dein Ziel entlang. Die Angst ist da, aber es ist egal. Die sitzt nicht da und hält dich fest. Die ist in deiner Designer-Tasche und sie läuft mit dir Schritt für Schritt in deine Zukunft. In die Zukunft, in der du die Dinge tust, die dich begeistern. In der du der Welt deinen Beitrag gibst. In der du dienst, aber nicht gratis. Das meint überhaupt niemand. Geld ist manifestierte Energie. Du kriegst manifestierte Energie, wenn du Energie ausstrahlst. Ja, das ist Gesetz. Niemand, das sind alles Denksachen, die wir irgendwie so haben. Ja, ich darf ja nicht für Geld jetzt Geld verlangen und so weiter. Warum nicht, ja? Glaubst du, irgendein Toilettenpapierhersteller hat ein schlechtes Gewissen, dass er mit der Angst der Leute jetzt Geld verdient? Glaubst du, der sitzt dort und sagt, ich muss jetzt Toilettenpapier verkaufen, weil die Leute verschenken, weil die Leute so viel Angst haben? Nee, der sagt, gut, meine Zeit ist gekommen. Ich kann nichts dafür, was da draußen los ist. Ich helfe. Draußen wird gerufen nach Toilettenpapier. Ich produziere so viel Toilettenpapier, wie ich möchte. Und meine Einkommen, meine Umsätze steigen. Hat der doch kein schlechtes Gewissen? Ich bitte euch. Und ihr müsst auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr euer Business nach oben fahrt. Wenn ihr eure Message nach oben fahrt, wenn ihr anfangt zu manifestieren wie verrückt, ihr müsst kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr sagt, ich entscheide mich für das Gute, ich entscheide mich für meine und unsere Zukunft im Guten. Da ein schlechtes Gewissen zu haben, ist absolut verkehrt. Und alle, die jetzt ein Online-Business haben, schließt diese Lücke, ja? Du und dein erfolgreiches Online-Business, ihr seid eins. Wenn du kein Online-Business hast, sondern ein Offline-Business, schließt diese Lücke und sag, okay, ich nehme es an. Das Leben möchte offensichtlich, dass wir online gehen. Das Leben möchte, dass wir nicht mehr so viel Ressourcen verbrauchen, weil wir noch in der alten Welt, in alten Denkweisen leben. Das Leben möchte, dass wir mehr online kommunizieren, dass wir uns mehr verbinden, ohne Flugkilometer, Schiffkilometer, Autokilometer, aber dass wir blühen. Jeder soll, darf blühen. Niemand ist da, um zu welken und zu leiden. Keiner hier. Und ich möchte euch das wirklich, wirklich ans Herz legen, wo auch immer ihr seid. Ihr könnt euch nicht mehr vor der Online-Welt retten. Alle werden jetzt dorthin getragen. Und diese ganzen Horrorgeschichten auch von Datenschutz und so weiter und so fort und niemand darf was sehen von mir und das ist ja privat und so. Wenn ich nichts zu verstecken habe, wenn mein Herz hier offen da liegt, wenn alles, was ich tue, gut oder schlecht sein kann, egal, jeder betrachtet es auf seine Art und Weise, dann ist es doch okay, dass man mich sieht und dass man meine Arbeit sieht. Und deswegen manifestiert, macht euch Ziele, Pläne,
wartet hier nicht, bis es wieder aufgeht, sondern bereitet euch vor auf die Zukunft. Und wenn jemand online jetzt sein Business starten will oder sich online verbessern will, kann er meinen Kurs machen. Ich habe gestern innerhalb von 60 Minuten, ich habe diesen Prozess durchgemacht, den ich euch jetzt gezeigt habe. Innerhalb von 60 Minuten habe ich ein Online-Programm aufgeschrieben. Das habe ich gepostet in meiner Facebook-Gruppe. Es ist auf meiner Homepage mywellfeeling.com. Es geht wirklich darum, um zu sagen, gut, du brauchst die Tools, gut, du brauchst die Sicherheit, gut, du musst wissen, wie du in der Online-Welt umgehst, was du für Möglichkeiten hast, dich zu präsentieren. Du musst die Angst davor verlieren, du darfst die Technik lernen, du darfst sagen, um was es dir geht, du darfst deine Message rausbringen und du darfst es lernen. Ja? Und jetzt ist der Moment dazu. Warum nicht jetzt? Wann denn dann? Warten, wie es andere machen, immer noch gucken und sagen, ja, wie wird's denn wohl, wie wird's denn wohl? Nein, ich will nicht wissen, wie es wohl wird. Ich will es kreieren, ich will es manifestieren, ich will meinen Wunsch haben, ich will mein Wunschleben haben, ich will meine Wunschpersönlichkeit haben, ich will meine Wunschlebensqualität haben, ich will meinen Wunschlebensstandard haben, ich will meinen Wunschlifestyle haben. Und warum nicht? Es gibt keinen Grund, weil es gibt unendliche Potenziale. Die Frage ist immer nur, wo bist du, wenn dein Potenzial hier ist? Du musst es kollabieren, denken, fühlen und handeln in Einklang bringen. Und wenn die Handlung jetzt heißt, dass du dich weiterbildest, dass du dich zeigst, dass du dein Business online zeigst, dass du dir Fähigkeiten aneignest, dass du dich auskennen lernst mit dem Handy online. Ich habe jetzt hier zum Beispiel, habe ich hier meinen PC, der streamt auf meinem YouTube-Kanal diese Challenge. Davor sitzt, da ist mein Handy, ja. Das streamt auf meinem privaten Profil und in meiner Facebook-Gruppe. Damit Leute mir hier zuhören können, damit ich Leuten helfen kann, gratis auf jeden Fall. Ich habe so viel gratis Content. Jetzt haben sich schon Leute einfach nur körperlich geheilt durch meinen gratis Content, weil sie es gemacht haben. Aber es geht auch darum, dass du dran bleibst. Und manchmal ist es schwierig, alleine dran zu bleiben. Es ist schwierig, alleine sich zu coachen. Es ist schwierig, alleine sich zu erinnern. Es ist schwierig, alleine sich immer wieder den Mut machen. Es ist schwierig, alleine sich auf die Linie zu bringen. Es ist schön, wenn man Hilfe hat. Es ist schön, wenn man sich Hilfe erlaubt. Es ist schön, wenn man Entscheidungen trifft. Und das möchte ich euch jetzt ans Herz legen. Ihr müsst es nicht mit mir machen. Ich biete meine Hilfe an. Ich weiß, dass ich die Dinge, die ich euch zeigen kann, gut und richtig kann. Und jeder von euch hat auch Dinge, die er gut und richtig kann und helfen kann. Und das wird jetzt gebraucht. Und zwar online. Alles, was ihr habt, was ihr gebt, was euch leicht fällt, was für euch eine Selbstverständlichkeit ist, darf jetzt kommuniziert werden. Und jetzt gehe ich ganz kurz nochmal zum Anfang zurück. Ich habe gesagt, ein guter Freund von mir hat mich gestern gefragt, was ist Manifestation? Was ist Manifestationschallenge? Und ich saß da und dachte mir, wow, wie kann es Menschen geben, die weder wissen, was Manifestation ist, noch was eine Challenge ist. Ich habe es ihm dann erklärt. Er hat so seinen Kopf da dran ein bisschen hingebracht. Und das ist notwendig. Wir müssen diese Message rausbringen. Ihr, die mir hier jetzt zuhört, ihr wisst, dass ihr Einfluss habt auf eure Zukunft. Ihr wisst, dass ihr Einfluss habt auf euer Leben, auf eure Gesundheit, auf euren finanziellen Status. Aber wisst ihr, wie viele das noch nicht wissen? Und wisst ihr, wie viele nicht das aus meinem Mund, mit meinen Worten, mit meinen Bildern verstehen können? Und die verstehen es aber, wenn ihr es sagt. Die verstehen es aber, wenn ihr die Leute empowert. Die verstehen es aber, weil sie zu euch eine energetische Verbindung aufbauen können. Und es ist so wichtig, dass ihr euch das traut. Ja? Es geht nicht darum, es machen schon so viele. Es müssen alle machen. Jeder Einzelne muss wissen, wie geht's, wie kriege ich mein Leben aus mir heraus in die Erscheinung, in die Realität. Was mache ich mit der Angst? Was mache ich mit online? Was mache ich mit den Tools?
etc., etc. Es gibt so viel, was wir alle noch lernen können. Und einer von euch weiß was, was jemand anders nicht weiß. Aber ihr müsst sagen, ihr müsst kommunizieren, ihr müsst die Online-Welt kennenlernen, ihr müsst nicht euch davor verschließen und sagen, ich will aber persönliche Kontakte. Das Online ist nichts. Online ist super. Und wir sind jetzt hier gerade in einer Entweder-Oder-Geschichte. Es gibt gerade gar kein Offline mehr. Nachher wird es wieder Offline geben, aber Online wird nicht mehr verschwinden. Also haben wir jetzt die Chance, in aller Ruhe zu Hause uns damit auseinanderzusetzen, einen Kurs zu machen, das zu lernen, das zu tun, unsere Angst zu schultern, mitzunehmen und zu sagen, okay, genauso wie ich mich offline zeige, genauso wie ich offline präsent sein muss, um mein Business zu machen, mache ich es jetzt halt online. Ist doch kein Unterschied. Nur diese Angst muss weg und diese Unsicherheit muss weg und diese Vorurteile müssen weg. Und dafür habe ich diesen Kurs gemacht. My Magic Online Starter Business Kit. Geht einen Monat, den Monat haben wir noch. Ich sage euch jetzt was, ich bin mir sicher, dass am 15. April der Spuk vorbei ist. Ihr könnt mich beim Wort nehmen. 15. April, bis zum 15. April haben wir Zeit, hier unsere Businesses aufzubauen, unsere Zukunft zu manifestieren. Und dann geht der Sog los, ja, mit was du dann am Start bist nach dieser Krise. Das gibt dir Drive in dein Leben. Also nütze diese Startphase, nütze das. Bereite dich vor, dass deine Rakete dann abfliegt. Hä? Cool, oder? Also ihr Lieben, ich sehe euch morgen um 9. Weiter geht's. Wer Lust hat, 4 Wochen lang Online-Business, die Angst vor Online-Business, die Tools zu lernen, meldet sich bei mir. Schaut auf meiner Homepage mywellfeeling.com, da ist der Kurs auch aufgeschrieben. Ich freue mich auf ganz, ganz viele Teilnehmer, weil ich weiß, dass es die Zukunft ist und weil ich weiß, dass immer noch ganz schön viele irgendwelche Vorbehalte haben, irgendwelche Ängste haben und sagen, ja, kann ich das denn und ich bin doch nicht affin und vielleicht will mich niemand sehen und da, da, da. Muss alles weg, muss alles bereinigt werden, weil du und dein Wunsch wird eins. Also ihr Lieben, ich freue mich. Tschüss.